Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen heute UFC 3 auf der PlayStation. Und dazu fangen wir eine neue Karriere an. Und ich würde sagen, wir erstellen uns jetzt erstmal einen Fighter. Ich würde sagen, im Weltergewichtbereich. Ich denke mal, Beinarbeit. Wir werden einen Striker spielen, weil es eher meiner Richtung entspricht. So, machen wir Striker. So, gucken wir mal, ne? Allgemeines Spieler, wie nennen wir ihn denn? Ich würde so ein richtig. Nee, was können wir machen? Irgendwie ist ein Mexikaner. Ich hätte gerne einen Mexikaner. So, wie nennen wir denn. Wie heißt ein typischer Mexikaner? Ich denke mal, Rodriguez. Rodriguez wird da passen, oder? Rodriguez ist doch bestimmt ein mexikanischer Name, nicht? Und dann machen wir so. Probieren wir raus. Oh. Rodriguez. Eigentlich ist der Rodriguez ist ja eigentlich immer ein Nachname, nicht? Das ist natürlich jetzt schlecht. Ja, Carlos draus. Ach so, man kann sich. Ach so, doch, doch, man kann es. Ich dachte, man kann sich keinen erstellen. Doch, perfekt. Machen wir das mal. Rodriguez und Vorname. Das wird ein Carlos sein. Ein Carlos, das ist immer. Ein Carlos. Ja, passt doch. So, Spitzname. Das sind immer diese merkwürdigen Namen. Da passt immer nichts dazu. Ja. Primetime. Da habe ich echt immer gar keine Ahnung. Jetzt irgendwie entspricht gar nichts hier. Niemand hat den hier. Vicious. Der bösartige Mexikaner, was haben wir hier? Social Media Name. Machen wir irgendwie, das finde ich cool, so Real. Real Carlos, oder? Nee, Real. Oh. Triges. Perfekt, Heimatstadt. Mexiko. Ganz klar. Mexiko, Mexikaner. Mexico City. Alter, du sollst schon ein bisschen reifer sein. Okay, ja, nee, das wäre jetzt auch zu alt. Oh, etwas jünger was. Ein bisschen jünger. Frisch in seiner Karriere drin. Das machen wir. Weltergewicht kann man ja gar nicht ändern, stimmt. Lass mal sein Gewicht. Ja. Nochmal so ein Mittelding. Größe ist auch zu groß. Ich will jetzt hier keinen Riesen haben, sonst besser. Ich mach mal 183 cm, das passt ja, oder? Sieht doch schon so aus wie so ein Carlos. Da passt ja. Perfekt. Aussehen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Guck mal, was gibt's denn hier noch so für Haare? Okay. Aber ich fand die erste Frise hier, fand ich gar nicht mal so schlecht. Oh, guck mal, was es hier noch für Frisuren gibt. Naja, oh, ja, die Rasterlocken. Aber so ein Afro passt ja leider nicht dazu. Was haben wir denn noch? Oh, okay. Gibt es hier auch so Hipster-Frisuren? Bestimmt. Oh, sieht auch schon so aus wie ein Carlos. Das ist auch cool. Okay. Ah klar, Nipsabrise haben wir doch. Guck mal, schön da hinten. Na, ich würde die erste hier nehmen, ist ja ganz okay, oder? Der Bart, der passt auch super. Ja, schwarz. Naja, schwarz. Schwarz ist super. Augenbrauen. So ein bisschen buschiger wäre schon. Ja. Oder? Das sieht schon böse aus. Haarfarbe, schwarz.
Gesichtsbehaarung. Guck mal, was gibt's denn hier noch so? Das ist natürlich hier typisch mexikanisch. Okay. Was haben wir hier noch so? Ne? Ein bisschen hier. Schön Vollbart. Man sieht auch schon krass aus, ne? Den hier noch? Okay, der ist nicht so. Vielleicht da? Das ist natürlich, ne? Eine Moustache. Nee. Aber ja, naja, so ein Mexikaner. So stehe ich mir vor, perfekt. Ja, schwarz, Körperbehaarung. Ja, doch, muss auf jeden Fall. Alles zu viel. Ja. Also so ein bisschen, ne? Muss er sein. Ah, machen wir nicht zu viel. Sieht ja auch nicht schön aus, ne? Wenn das so ein behaarter Bär hier hinten ist. Wir wollen ja keinen behaarten Bären. Und ein paar dezente Merkmale, passt schon. Okay, Gameface wollen wir nicht. Augen. Also dunkel, dann machen wir so ein bisschen helleres Braun. Körper. Ja, schöne Muskeln. Das ist natürlich mega krass hier. Was haben wir hier noch so? Ah ja, wir sind definierten hier. Aber Carlos, der braucht das nicht. Ne? Machen wir ein bisschen weniger. Wollen wir nicht so krass aussehen? Das ist alles so ein bisschen krass, ne? Gibt's hier nichts? Alles davor war da okay. Das heißt irgendwie kann ich find's nicht mehr. Hier, machen wir das hier. Das ist okay. Das ist nicht zu viel. Sehr gut. So, was haben wir hier? Haus. Ein bisschen dunkler kann er noch, ne? Mexikaner sind ja etwas dunkler. Ja, aber hier und Tattoos wäre natürlich auch mega cool. So ein tätowierter Mexikaner, das finde ich cool. Dann machen wir jetzt erstmal was. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier schönes? Das sieht auf jeden Fall so wie so ein Oberarm-Tattoo aus. Könnte man bestimmt was machen. Ach so, müsste ich Oberarm auswählen. Das wäre natürlich besser. Alles klar. Die Brust, Rücken, Bereich. Könnte man den hier auch schreiben. Könnte man das umschreiben, aber. Lassen wir mal sein. Was haben wir hier noch so? Ja, das ist so ein Kreuz hier so oben in der Schläfe. Ist ja bestimmt auch cool, na klar. Doch. So machen wir das. Aber ich hätte auch gerne was auf der Brust. Man soll so richtig krass tätowiert sein. Was haben wir denn noch so? Hier, ein paar Flügel. Aber die können kommen auf den Rücken. Ja, ne? Das sieht doch schon. Sieht okay aus. Symmetrisch. Ja. Naja. Oh, ein Stückchen hier. Perfekt. Machen wir so. Nicht zu groß. Was haben wir hier noch so? Adler Drachen? Der Drache ist zu asiatisch. So eine Kette wäre auch cool. Was haben wir hier? Aber hier, okay, der auch nicht. Ein Schwert, ein Baum? Ich weiß nicht. Könnten das hier mal einfach mal langziehen, mal gucken, was passiert. Wobei, das hat irgendwie was. Irgendwie hat das was. Aber ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall etwas. Aber das wollen wir jetzt nicht übertreiben. Machen wir jetzt ein bisschen kleiner. Das ist auch nicht das Wahre, irgendwie. Keine Ahnung. Lass mal sein wahrscheinlich, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch auf die Brust machen könnte. Cool, so eine Sonne. Um den Bauchnabel, ne? Wie bei Batista. Kennt ihr das damals, von damals noch? Ja, oder? Ja, doch, komm. Komm, mach mal.
Eins mal die Arme schön voll tätowiert und dann bin ich zufrieden. Was haben wir denn hier? Nehmen wir jetzt einfach das nochmal. Das hier sieht doch schon mal, wenn man es lang und groß zieht. Lang und breit, dann ja, kann man machen. Sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Machen wir so. Perfekt. Am besten wäre ich den anderen Arm auch noch irgendwie. Was haben wir denn hier noch so? Okay, hier oben vielleicht mal. Wo ist denn das? Natürlich jetzt. Ach, da. Ach, das ist der linke Arm. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Der rechte Arm. Da sollte man wenigstens mal lesen können. Wie man sieht, kann ich es leider nicht. Ich habe gewundert, was da tun ist. So, jetzt. Doch, das ist auch cool. Oder? Ja, machen wir so. Perfekt. Ich überlege gerade, es einfach ein bisschen dezenter jetzt zu lassen. Links, ja, rechts. Ja, mal gucken. Ne, machen wir hier so. Perfekt. Ah, machen wir jetzt mal komplett rum. Jawohl. Ja, okay. So ist okay. Perfekt. Dann lassen wir die Beine, lassen wir glaube ich so, oder? Ich weiß nicht. Kampfoutfit. Gucken wir mal, was haben wir hier? Shorts. Muay Thai. Boardshorts. Ah, einfach eine ganz normale Boardshorts ist okay, ne? Mundschutz, was haben wir hier? Ja. Komm. Ist okay. Das ist was. Linker Knöchel. Nö, das braucht man nicht. Skills. Können wir ja eh, glaube ich, nicht verändern. Ah, ja. Na gut. Was haben wir hier noch so? Ach so. Ah, müssen wir mal gucken, was wir hier so haben. Hier sowas, sowas ist doch cool, oder? So, machen wir hier. Einzug zum System ist mir zu viel, also nehme ich einfach das erste und dann Haltung. Das ist zu viel gewackelt. Ich brauche einfach so ein bisschen. Ja, das war schon, das war okay. Also, das ist auch cool. Provokation, das interessiert mich nicht. Das Linksauslage auf jeden Fall. Speichern verlassen. Machen wir so. Perfekt. Carlos Rodriguez. Gucken wir mal, wie es wird. Also ich denke mal, wenn ich das in die Karriere einmal durchgespielt habe, werde ich es dann jetzt auf Profi versuchen. Wir haben es jetzt, ich habe es jetzt einfach auf normal belassen. Da ich mir aber nicht sicher bin. Ich spiele das Spiel jetzt auch nicht so lange. Inwiefern es mich fordern wird. So, Carlos Rodriguez, ja, da ist er doch schon, unser krasser Mexikaner. World Fighting Alliance Signatur, hauen wir rein. Perfekt. Karriere-Tipps. Aber ich bin mal gespannt, wie es anfängt. MMA ist keine Sportart wie jede andere. MMA ist etwas ganz Besonderes. Man braucht die entsprechende Physis, aber man braucht auch die mentale Stärke. Man muss wissen, das wird kein leichter Weg. Wer in dieser Sportart an die Spitze will, der muss vieles aushalten. Der muss alles aushalten. Der darf nie nachgeben. Nie Schwächen zeigen. Heute beginnt also der weite Weg an die Stadt. Da ist er. Es ist zwar nicht Las Vegas und es ist auch nicht New York, aber Octagon ist Octagon und Fight ist Fight. Jawohl. Jetzt geht's los. Also anscheinend sind wir erstmal im Underground tätig. Ist klar, dass wir jetzt nicht sofort in die UFC kommen. Guck mal, das ist auch unser erster Gegner. Mal gucken, wie es wird. Ohne Einlauf muss ich gar nichts. Okay.
Okay, Carlos, dann muss. Handshake. Probieren wir es mal aus, ne? Komm. Jawohl. Rechte sitzt. Guck mal, was haben wir hier so? Okay. Leg Kicks. Oh. Ja, dann passen wir uns mal ran. Okay, die Gegner machen jetzt aber noch nicht viel. Ja, passt ja. Tun wir jetzt mal. Oh, jawoll. Jawoll. Das hat mich mal ein bisschen mehr. Wenn die Deckung hochnehmen. Also probieren wir es gleich. Jawoll, ich hätte ihn abfangen können. Gucken wir mal. Also, ihr müsst wissen, so gut bin ich jetzt auch nicht in dem Spiel. Ne? Also, ist das jetzt. Jawoll. Jawoll. Reicht gut getroffen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt innerhalb dieses Let's Plays besser werden. Und dann anfangen können, gegen die Profi-KI zu spielen. Ah, schade. Oh, jetzt geht er richtig. Jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Achtet auch nicht auf seine Ausdauer. Perfekt. Abgeblockt. Haben wir mal ein paar Schläge auf den Körper, den guten Tyler. Na ja, komm, na ja, komm. Schade. Was ist da mit dem Tyler los? Wir sind mal weniger clinchen. Ah, ich wollte ihn mal treten. Ah, ja. Immer dasselbe hier. Komm, hör auf. Ja, ja, hör mir auf jetzt hier. Ja, okay. Da war ich wieder zu langsam? Oh, jetzt hätte ich ihn bekommen. Jawohl. Also echt, der Typ, der will mich die ganze Zeit runterholen. Ja, komm. Schade. Ja, komm. Jetzt haben wir ihn. Okay, Ausdauer achten, regenerieren. Ja, hör mir auf jetzt hier, komm. Mal gucken, ob er tritt. Jawoll. Oh, da hat er sich. Ist er gut abgetaucht. Da wollte er wieder clinchen, ne? Also. Ja. Ey, komm, hör auf jetzt. Was ist denn los mit ihm? Die erste Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. So schlimm sehen wir auch gar nicht aus. Dann gucken, wie sieht denn der Gegner aus? Wird nicht gezeigt, schade. Aber so schlimm sehen wir nicht aus, aber ich glaube, der Gegner auch nicht. Oh, okay. Kein Handshake, jawoll. Jawoll, und K.O. Perfekt. Erster Sieg für uns. Carlos Rodriguez 1-0. Da haben wir, war da gut. Mit der schönen linken, mit dem schönen Haken und dann mit dem guten Kick gegen den Kopf. So, dann war es das jetzt erstmal mit dem ersten Part.